Es war einmal in einem fernen, seltsamen Land. So beginnt diese Geschichte, die eigentlich kein Märchen sein will. Oder vielleicht doch irgendwie. Der König ist frustriert, weil ihm trotz wechselnder Königinnen immer nur Töchter geboren werden, wo er sich doch so sehr nach einem männlichen Erben sehnt. Erst seine achte Ehefrau kann ihm endlich einen Sohn schenken. 8 Tage lang wird ausgelassen gefeiert, bis am letzten Tag, Märchen ist Märchen, eine besoffene Fee erscheint und prophezeit, dass, wenn dem kleinen Kasteljan 3-mal eine Taube auf den Kopf kackt, er gegen seinen Vater rebellieren und ihn vom Thron stoßen wird. Der aufgebrachte Regent setzt daraufhin ein hohes Kopfgeld auf jede Taube des Landes aus. In der gleichen Nacht wird im Armenviertel der Stadt die Tochter des Bäckermeisters Sven Thalheimer geboren, die ebenfalls in die Ereignisse verwickelt wird. Während die beiden Kinder in den kommenden Jahren heranwachsen, der eine im Palast, die andere in der Bäckerei, schikanieren der Herrscher und seine Schergen das Volk, um das Orakel um jeden Preis zu verhindern. Als dann der König auch noch die Steuern drastisch erhöht, um seinen Taubenkrieg zu finanzieren, breitet sich Unmut in der hungernden Bevölkerung aus und eine Untergrundbewegung setzt alles daran, der Prophezeiung der Fee auf die Sprünge zu helfen. Die Schöne und die Biester, geschrieben von Fantastik- und Jugendbuchautor Boris Koch, ist ein klamaukiges Märchen. Manchmal pfiffig, oft überdreht und dabei immer komplett unvorhersehbar. Von mechanischen Tauben mit Kackvorrichtung bis hin zur holden Maid, die sich als ziemlich tough erweist, ein Werk auf den Spuren großer Schelmen wie Terry Pratchett oder Terry Gilliam. Jungstar Frauke Berger, die mit dem Science-Fiction-Zweiteiler Grün debütierte, taucht diese Geschichte in pastellige Töne, um ihr visuelles Leben einzuhauchen. Das passt zum Thema Märchen und unterstreicht gleichzeitig die Absurdität von Die Schöne und die Biester.